Die Welt hat mehr zu bieten als langweiliges Schulwissen. Auch wenn du stundenlang im Internet surfst und dabei die erstaunlichsten Dinge siehst, gibt es viel mehr zu entdecken. Hast du schon einmal Eiszapfen an einem Deckenventilator gesehen? Oder einen runden Regenbogen? Wie essen Astronauten im Weltraum? Oder was hat es mit der Schildkröte auf sich, deren Herz außerhalb der Brust wächst? In diesem Video siehst du Dinge, die du noch nie zu Gesicht bekommen hast. Und bei unserer Nummer 1 werden wir eine wirklich interessante Frage klären. Können Hühner schwimmen? Du wirst staunen. Nummer 10. Schildkröte mit Herz außerhalb ihrer Brust. 2019 tauchten im Internet Bilder der winzigen Albino-Schildkröte Hope auf, die mit einem unglaublichen Merkmal geboren wurde. Meeresbiologen waren erstaunt über dieses kleine Wesen, dessen Herz außerhalb der Brust wuchs. Die Albino-Schildkröte gehörte Mike Aquilina aus New Jersey. Zuerst dachte er, dass Hope nicht überlebt. Aber die kleine Kämpferin hielt durch, weshalb Mike sie Hope nannte. Hope ist eine Pink-Belly-Sideneck-Schildkröte, die mit dem seltenen Zustand Ectopia cordis geboren wurde. Dieser kann auch bei Menschen vorkommen. In der Tierwelt ist diese Laune der Natur so selten, dass es dafür noch keinen Namen gab. Hope überraschte alle, als ihr Herz trotz aller Widrigkeiten normal weiterschlug und sie überlebte. Mike hält alle auf seiner Instagram-Seite AquaMike über Hope auf dem Laufenden. Hope scheint es gut zu gehen und wir freuen uns sehr für sie. Nummer 9. Morning Glory Cloud. Die Natur kann gleichzeitig wild, phänomenal, beunruhigend und unglaublich schön sein. Genau wie das Phänomen der Morning Glory Cloud. Nicht jeder hat das Privileg, sie zu sehen. Bestimmt konntest du schon spektakuläre Wolkenformationen beobachten, aber die Morning Glory Cloud ist etwas ganz Besonderes und könnte für eine außerirdische Invasion gehalten werden. Genau wie in der Anfangsszene in Independence Day. Die Wolke ist ein seltenes meteorologisches Phänomen, das aus einer tiefliegenden atmosphärischen Solitärwelle und einer damit verbundenen Wolke besteht. Sie tritt in einer Reihe von Wellen auf. Auf ihrer Vorderseite gibt es starke Aufwinde, auf der Rückseite durch die Verdunstung kräftige Abwinde und Turbulenzen. Da sich am vorderen Rand der Welle immer wieder Wolken bilden, entsteht der Eindruck, dass die Wolken rotieren. Das Phänomen wird Roll Cloud genannt. Morning Glory Clouds treten überwiegend im südlichen Teil des nordaustralischen Golfs von Carpentaria auf. Nummer 8. Eiszapfen an einem Deckenventilator. Selbst wenn du in einem kalten Land lebst, hast du dieses Bild bestimmt noch nicht gesehen. Die Szene mit diesem Deckenventilator erinnert an den Film The Day After Tomorrow. Niemand kann erklären, wie es entstand. Ein Mann aus Austin, Texas, dokumentierte dieses Ereignis im Februar 2021 während eines landesweiten Stromausfalls, ausgelöst durch einen schweren Schneesturm. Millionen texanischer Haushalte mussten bei eisigen Temperaturen ohne Strom das Ende des Sturmes abwarten. Der plötzliche Temperaturabfall könnte dazu geführt haben, dass die aufsteigende Luft im Haus gefror. Das Video ging viral und zeigte, wie ernst die Situation wirklich war. Ob der Deckenventilator absichtlich nach draußen gebracht wurde oder ob ein Wasserrohrbruch dafür verantwortlich war, ist nicht bekannt. Aber ich bin mir sicher, dass niemand einen Deckenventilator abhängt und ihn bei eisigen Temperaturen für ein Video nach draußen bringt. So oder so bekommt man schon beim Anschauen eine Gänsehaut. Nummer 7. Zweiköpfiger Schweinswal. Sicher kennst du Videos von zweiköpfigen Landtieren. Aber kennst du auch zweiköpfige Meeresbewohner? Diese zweiköpfigen Schweinswale wurden von Fischern vor der niederländischen Küste entdeckt. Sie entpuppten sich als die weltweit ersten zusammengewachsenen Schweinswal-Zwillinge. Die beiden Männchen teilten sich einen Körper mit zwei Köpfen. Meeresbiologen erklärten die partielle Zwillingsbildung zu einem der seltensten Fälle von siamesischen Zwillingen bei Meerestieren. Es ist der 10. bekannte Fall bei Walen. Zur Familie der Cetaceas gehören Delfine, Schweinswale und Wale. Solche Vorkommnisse beweisen, dass es im Meer noch immer viele Dinge gibt, die nicht wirklich erforscht sind.
Leider konnte der Wal nicht ausgestellt werden, weil die Fischer Angst hatten, dass sie eine geschützte Tierart gefangen hatten. Sie warfen ihn zurück ins Meer. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der Wal zu diesem Zeitpunkt bereits tot war. Nummer 6. Statischer Sturm. Eventuell hattest du nach einer Wanderung auf einen Berggipfel schon einmal ein buchstäblich haarsträubendes Erlebnis durch statische Elektrizität, das deine Haare auf dem Kopf zu Berge stehen ließ. Genau das erlebten diese Jungs auf einem Berg in der Mangistau-Hochebene Ustiyurt in Kasachstan. Statische Elektrizität ist ein seltsames Phänomen. Auch wenn dir das Gefühl unbeschreiblich vorkommt, mach dich sofort an den Abstieg. Denn es kann ein Zeichen für einen bevorstehenden Blitzschlag sein. Und du wurdest dazu auserkoren, gegrillt zu werden. Statische Elektrizität lässt dir nicht nur die Haare zu Berge stehen, es ist auch ein Summen zu hören, das durch die elektrische Ladung in der Atmosphäre entsteht. Wenn es keine Blitze gibt und du noch putzmunter bist, könnte es sich auch um einen statischen Sturm handeln. Dieser ist ungefährlich. Er summt nur und lässt dir die Haare zu Berge stehen, wie bei den Jungs im Video. Sie haben überlebt, sonst wüssten wir nicht von ihnen. I can feel the static running through me when I put my fingers close like this. Nummer 5. Sprengungen von Pipelines. Wir Laien bekommen außergewöhnliche Bauarbeiten nur selten zu Gesicht. Aber dank des Internets ist mittlerweile vieles zu beobachten. So auch die spektakuläre Sprengung dieser Pipeline. Sie erinnert an den Film Tremors. Es könnte aber auch ein außerirdischer Wurm sein, der sich mit atemberaubender Geschwindigkeit unterirdisch bewegt. Das ist vielleicht übertrieben, aber diese Bilder lassen dich die seltsamsten Dinge denken. Vor allem, wenn unklar ist, was hier eigentlich passiert. Solche Sprengungen sind notwendig, um den Boden zu lockern. Sie werden vor der ersten Bauphase durchgeführt. Dabei wird die Zündung mittels eines ferngesteuerten Zünders ausgelöst, nicht mit Feuer. Nummer 4. Regenbogenkreis. Ein Regenbogen ist immer wieder schön. Es gibt spektakuläre Fotos von Regenbögen auf der ganzen Welt. Ein Regenbogen ist ein magischer Anblick. Aber hast du jemals einen kompletten Regenbogenkreis gesehen? Wenn du dachtest, das sei unmöglich, dann lass mich dich vom Gegenteil überzeugen. Regenbögen sind von vornherein Kreise. Nur sehen wir sie nicht, weil wir Regenbögen normalerweise von niedrigeren Ebenen aus betrachten und der Boden und der Horizont einschließlich der Feinstaubpartikel am Himmel eine klare Sicht verhindern. Wenn du aber auf einen hohen Aussichtspunkt wie einen Berggipfel kletterst, dann wirst du den vollständigen Regenbogenkreis sehen. Nummer 3. Ein Erdnussbutter-Gilet-Sandwich im Weltraum machen. Wenn du denkst, die Schwerelosigkeit in einer Raumstation ist spaßig, dann irrst du dich. Um sich in der Schwerelosigkeit zu bewegen, ist wochenlanges Training notwendig. Bereits das Erledigen einfachster Aufgaben wird zu einer echten Herausforderung. Und dennoch essen Astronauten auf der Internationalen Raumstation kein Essen aus Kapseln, wie es vielleicht in futuristischen Filmen zu sehen ist. Sie essen normale Speisen. Viele können auch hier nicht auf ihr Erdnussbutter-Gilet-Sandwich verzichten. Es ist interessant zu beobachten, wie sie es zubereiten, wenn bereits das kleinste Teil in der Luft davonschweben kann. Hier ist der Kommandant der Expedition 50, Shane Kimbrough, mit einer kurzen Anleitung, wie ein Astronaut sein Erdnussbutter-Gilet-Sandwich zubereiten muss, leider ohne Brot. Es sieht eher aus wie ein Taco-Wrap. Shane muss weder mit Gegenständen jonglieren, noch verschüttet er etwas. Nummer 2. Unterwasserbriefkasten in Japan. In Japan laufen öffentliche Dienstleistungen wie ein Uhrwerk. So kannst du sicher sein, dass Postboten immer pünktlich kommen, um die Briefkästen zu entleeren. Aber wusstest du, dass Japan einen Briefkasten unter Wasser hat? So verrückt es auch klingt, die Stadt Tsusami in Wakayama, Japan, hat einen Briefkasten, der unter Wasser steht und die Leute benutzen ihn tatsächlich. Warum, ist mir ein Rätsel. Berichten zufolge wurde er von Postmeister Toshihiko Matsumoto dort angebracht, um den Tourismus anzukurbeln und die Stadt einzigartig zu machen. Um dort Briefe einzuwerfen, braucht man eine Tauchausrüstung und wasserfestes, in Plastik eingepacktes Briefpapier und die Post wird von einem tauchenden Postboten abgeholt. Unglaublich, die Leute nutzen das tatsächlich.
Nummer 1. Können Hühner schwimmen? Endlich das Video, auf das du gewartet hast. Kann ein Huhn schwimmen? Eigentlich seltsam, sich diese Frage zu stellen, da es ziemlich unwahrscheinlich klingt. Aber sie können es. Schon der Moment, als dieser Mann ein Huhn ins Wasser setzte, war urkomisch. Das Huhn sieht richtig verdattert aus und scheint zu fragen, was soll das? Denkst du etwa, ich kann nicht schwimmen? Eine Zeit schwimmt es im Pool herum und springt dann direkt heraus. Hühner sind nicht zum Schwimmen gemacht wie Enten, weil ihre Körper nicht so gebaut sind und sie auch keine Schwimmhäute an den Füßen haben. Aber überraschenderweise gehen Hühner aufgrund ihres Gewichts nicht unter. Wenn sie im Wasser sind, schwimmen sie rechtzeitig los, um nicht zu ertrinken. So, das war's. Du hast heute definitiv etwas Neues gelernt. Ich bin mir sicher, dass dies ein interessantes Video war. Aber weißt du vielleicht noch mehr, das du uns mitteilen möchtest? Wenn ja, schreib uns einen Kommentar. Vergiss in der Zwischenzeit nicht, unseren Kanal zu abonnieren.